Lieben, heute zeige ich euch meine Spider-Man-Torte für Noahs Geburtstag. Alles, was ihr dafür braucht, ist einmal Schlagcreme und auch Lebensmittelfarbe von Dirkmann. Verlinke ich euch und drei Tortenböden. Ihr könnt sie selber backen oder auch fertig kaufen. Hier zeige ich euch, wie ich meine Tortenböden mit meiner Winkelpalette nacheinander abtrage und jetzt anfange, die Füllung dafür herzustellen. Und zwar nehmt ihr einfach diese Schlagcreme, die habe ich ganz leicht eingefärbt mit Lebensmittelfarbe und hier seht ihr meine allererste Schicht. Dieses Brett, was ich drunter habe, das Tablett, das darf ruhig ein bisschen dreckig werden, ist nicht schlimm, weil wir werden nachher alles nochmal ordentlich auf ein zweites Tablett packen, damit es auch schön aussieht. Ja, und hier seht ihr schon mal die zweite Form. Ich habe diese Eierkopfform spitzlaufend, so wie Spider-Man halt aussieht, habe ich einfach Freestyle aus der Hand ausgeschnitten mit einem großen Messer. Und hier seht ihr auch die zweite Schicht mit der Schlagcreme ganz leicht in rosa eingefärbt. Und hier baue ich einen kleinen Hügel ein, damit der Kopf auch eine kleine Eierform bekommt, so wie ein Kopf halt auch ist, also nach vorne hin, damit es ein bisschen spitzer zuläuft. Ja, großzügig mit Schlagcreme bedecken und nun kommt die dritte Lage oben drauf. Schön andrücken, vorsichtig und dann mit der restlichen Schlagcreme einmal kurz drumherum. Und wichtig ist jetzt natürlich, dass ihr diese Form erst einmal in den Kühlschrank gebt für mindestens eine Stunde, damit das Ganze schön durchhärten kann. Und in der Zwischenzeit färbe ich schon mal die nächste Schlagcreme an. So, jetzt kommen wieder zwei Pakete Schlagcreme rein mit 250 ml Sahne und nochmal mit Lebensmittelfarbe. Hier probiert euch ein bisschen aus. Das war auch mein erstes Mal mit Lebensmittelfarbe. Jetzt seht ihr schon die satte rote Farbe. War mir aber noch nicht rot genug, weil Spider-Man ist ja richtig leuchtend rot und deswegen habe ich dann nochmal einen ordentlichen Schuss Lebensmittelfarbe mit reingegeben und kurz angerührt und jetzt kommt die Farbe auf die Torte, jawohl. Und jetzt seht ihr, es lässt sich wunderbar verstreichen und die Torte hat auch eine richtig gute Festigkeit bekommen, dadurch, dass sie lange, lange im Kühlschrank war. Das ist eine richtige Anfängertorte. Ich mache es auch jetzt gerade hier wirklich zum allerersten Mal. Die Winkelpalette ist echt cool, die werde ich euch verlinken, die habe ich auch bei Amazon bestellt und ja. Einfach schön verstreichen, Freestyle. Ich meine, ich bin ja kein Konditor, ich habe mir mein Bestes gegeben. Und hier, wichtig ist jetzt auch die richtige Unterlage noch das Ganze auszulegen mit Backpapier, damit das nachher alles schön sauber ordentlich aussieht. Und jetzt habe ich nochmal den Kopf umgelegt auf das neue Tablett. Und jetzt einmal komplett rumstreichen und immer an ein Silberkrepp das Ganze abstreichen, damit ihr nicht so Krümel mitzieht. Das habe ich nämlich gemerkt, immer wenn ich so rumstreiche, sind da auch ein paar Kuchenkrümel mitgekommen und dann könnt ihr es immer an ein Küchenpapier abstreichen. So, das ist ein Lebensmittelstift in Schwarz und anhand dieser Vorlage habe ich jetzt auch einfach Freestyle versucht, den Kopf praktisch mit den Spinnweben nachzuzeichnen. Hat ganz gut funktioniert. Ich habe drei Stifte gebraucht. In der Packung sind zwei. Ich werde euch das auch verlinken. Nee, Quatsch, ein Stift pro Packung und ich werde euch das auf jeden Fall verlinken in der Infobox. Ihr bekommt die Stifte auch beim Rewe oder einfach bei Amazon bestellen, da habt ihr alles auf einmal. Ja, und da seht ihr ja, ich versuche hier praktisch die Augen zu malen und das Ganze habe ich echt aus der Hand gemacht, ohne mir großartig vorher Gedanken zu machen und auch ganz Freestyle. Und ich muss sagen, Leute, es hat auch gut geklappt. Die Torte ist sehr gut angekommen, auch wenn da ein paar Fehler drin waren. Das war jetzt nicht ganz perfekt, entsprach nicht ganz meiner Perfektion, aber es war okay. Ja, und zum Geschmack der Schlagcreme, ihr Lieben, das hat so ein bisschen was wie die Füllung von den Dickmanns. Und ihr seht ja auch, jetzt geht es hier ganz normal weiter. Und die Farbe war richtig schön schwarz satt. Ihr könnt immer wieder drüber gehen, damit das Ganze auch ein bisschen dicker wird. Ich habe nachher den Stift nochmal weiter vorne abgeschnitten, damit die Farbe dicker rauskommt, wie ihr das jetzt auch seht. Und jetzt gleich bewundert ihr schon mal meine Torte. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch schenkt. Es war mein erstes Mal. Und ja, lasst mir ein Abo da. Bis dann. Tschüss.